Ja, heute Nacht, in der Nacht, also quasi von Mittwoch auf Donnerstag, sind 34 Schüler getestet worden, die in der Reisegruppe hier in Kloppenburg angekommen sind, bei unserem Testzentrum an der FDZ. Und 34 Schüler haben, wie gesagt, Symptome beklagt, also so typische, erkältungstypische Symptome wie Halskratzen, Husten, vielleicht leichte Temperaturerhöhung. Und die wurden getestet, um festzustellen, sind sie tatsächlich von dem Coronavirus betroffen oder handelt es sich um eine allgemeine Erkältung oder etwas anderes. Wir werden jetzt gerade heute aktiv dabei, um hier mit der gesamten fachlichen Ebene des Hauses, dem Gesundheitsamt zu erörtern, aber auch in Abstimmung mit Nachbarlandkreisen zu schauen, wie wir mit den Veranstaltungen umgehen, die da quasi zwischen 0 und 1000 mit Teilnehmern stattfinden. Man muss sicherlich auch unterscheiden zwischen öffentlichen Veranstaltungen und nicht öffentlichen Veranstaltungen. Alles das, was im privaten Rahmen stattfindet, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wir werden jetzt uns ganz konkret heute damit befassen, um welche Größenordnung es geht, bei den Veranstaltungen, die dann, und das wäre die Voraussetzung, hier bei uns auch zu melden sein werden, beispielsweise für Veranstaltungen ab 100 Personen, wo man dann, oder 150 oder 200 Personen, das wird jetzt gerade noch erörtert, welches die Zahl ist, die dafür am geeignetsten erscheint. Denn diese Meldungen müssen hier dann eingehen und dann muss hier auch auf Durchsichtung unseres Gesundheitsamts entschieden werden, ist das eine Zusammensetzung des Publikums, die riskant erscheint? Weil da ist es sicherlich etwas anderes, wenn sich 20-, 25-Jährige versammeln oder eine Gruppe, die überwiegend aus älteren oder Risikopersonen zu sich zusammensetzt oder internationales Publikum. Das muss man natürlich sehen, um dann auch vielleicht entscheiden zu können oder eine Empfehlung zu geben, die Veranstaltung besser abzusagen. Man weiß ja bei diesen sehr dynamischen Entwicklungen, die wir in diesem Zusammenhang haben, heute quasi nicht, was morgen sein wird. Deshalb prüfen wir quasi Tag für Tag, auch jeden Morgen in einer Besprechung, wie ist der Stand der Dinge, was für Entwicklungen haben wir hier und müssen die uns veranlassen, weitere Schritte zu gehen. Deshalb kann heute kaum einer sagen, was morgen, übermorgen oder geschweige denn nächste Woche oder in 14 Tagen sein wird. Wir prüfen jeden Tag aufs Neue, was ist zu veranlassen, stimmen uns ab, auch mit anderen und haben natürlich auch unter den Behörden eine sehr enge Vernetzung, auch mit den entsprechenden Behörden in Hannover auf Landesebene, damit wir uns eng abgestimmt, wie gesagt, tagtäglich neu entscheiden und überlegen, was machen wir und was ist jetzt der richtige Schritt.